Ja, hallo zum sechsten Teil und ich bin noch immer krank, weil es ist noch immer der gleiche Tag und ich habe wirklich vor, dieses Spiel heute zu Ende zu spielen, weil ich war ja kurz vor Schluss schon mal gewesen, wo das mit den Speichern nicht geklappt hat. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir heute das dann halt zu Ende spielen können. Dann gucken wir mal, was hinter dem Vorhang ist. Ein Tuch. Ist noch ein Tuch und ein Käfer. Nee, warte mal. Ach, wir haben das Tuch da hingelegt. Ach, wir haben auch noch eine Fahne, weil ich weiß, was man damit machen muss. Reicht jetzt schon der Haken? So, kann man das jetzt schon nehmen? Eine Art Gewicht, Gewicht, Gewicht. Ah. So, damit haben wir jetzt einen Enterhaken gebildet. Weil ich glaube, wir wollen nach hoch, ne? Aber komischerweise kann der uns nicht die Leiter runterholen. Warum auch immer, aber mit den Enterhaken geht das. So, da hinten blitzt sowas auf. Ja, klicken wir uns mal wieder durch, ne? Ihr kennt das ja schon, ein Grammophon. Gibt es heute gar nicht mehr so. Brauchen wir dazu auch die Schallplatte? Ja, scheint so. Was? Jetzt ist alles andere. Das ist ein Bug. Jetzt sehe ich ja alles, was hier geklickt werden muss, oder wie? Wo ist der andere Hintergrund? Das sieht ja komisch aus. Aber wenn du es mir leichter machst. Ach, da war dann irgendwas. Was, ach, das ist ja blöd, dass wenn dahinter was ist, was ich nicht sehe, da muss ich ja wirklich wild rumklicken. Zeichnung, noch irgendwie so ein Stift oder irgendwie das, kann das sein? Ich brauche noch Details hinzufügen. Ja, wie füge ich denn die. Ich würde jetzt den Stift dann da so benutzen, aber vielleicht gibt es hier noch. Ja, woanders ein Stift? Vielleicht Kohle, ja. Ah, Kohle. Ja, guck mal, ich kann da was hinzufügen. Naja. Einen Rechenschieber brauchen wir noch. Also, dass das so aussieht, das ist nicht normal. Da ist ein Rechenschieber, denke ich mal, ne? Ja. Eine Kamera haben wir, eine Kamera, eine Kamera. Ah, da können wir Bilder machen. Was haben wir da gefunden? Fernrohr. Ah, Kamerafernrohr. Ja. Käfer. 11. Ich finde nie und immer 11 Käfer noch. Also die restlichen Käfer. Eine Flasche. Ah. Ja, wir haben hier ein Tier. Das können wir hier auch schon reinsetzen, ne? Aber dann fehlen uns noch hier andere Tiere. Ein Vogel, ein Fisch. Ein Fisch. Fische habe ich schon gesehen. Ist das hier der Vogel? Nee, ne? Oder? Nein. Dann, ja, zurück. Können wir sonst noch? Ach, was haben wir denn hier? Eine zerbrochene Flasche. Ja, tu mal wieder weg. Stempeln. Ja, können wir eine Flaschenpost versenden? Aber machen wir es gleich, wenn wir die Flasche vorbereitet haben. Achso, hier war ja noch irgendwie was mit Speicherkarte oder irgendwas, wo wir noch irgendwie was brauchen, ne? Wo auch immer wir die herbekommen. Aber ich weiß, was wir mit. Und das sieht schon wieder so bescheuert aus. Das Spiel hat hier irgendwie was. Ich müsste es eigentlich neu starten, glaube ich. So, dann machen wir das hier für unsere Flaschenpost. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Nee. Ich glaube, hier sind wir dann auch soweit. Nee, irgendwas war hier, glaube ich, noch.
Beraucht er noch irgendwas hier? Ja, irgendwas stimmt hier mit dem Bild hier nicht. Ihr seht es ja selber. Achso, da ist der Fisch. Warte mal, wie kommen wir denn an den Fisch ran? Ja. Kamera. Naja. Ja, wofür wir die Kamera brauchen, das weiß ich aber. Denn wir können die hier hinstellen. Und dann können wir jetzt hier Bilder machen. Von der Maschine. Ach, Kreide brauchen wir noch irgendwann, ne? Naja, vielleicht ist ja der Professor schon zufrieden mit dem, was wir haben. Oder finden wir hier Kreide? Ja, ein Stück Kreide bräuchten wir. Wo kriegen wir Kreide her? We need to compare the old blueprints with Barber's documents. Na, dann vergleich doch mal das hier. Now we can plan a proper sabotage. To the blackboard. Ja, jetzt wurde der Professor durchsichtig. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss das wirklich neu starten, aber ja, ohne Kreide geht's hier nicht weiter. Obwohl, warte mal, da war doch irgendwas hier. Achso. Ja, wo kriegen wir jetzt Kreide her? Ach, da waren. Ja, das sieht ja immer lustig aus. Da ist noch was. Ein Stift. Ist aber keine Kreide. Ja, schöner Grafikfehler. Wollt ihr, dass ich das neu starte? Was haben wir hier noch? Den brauchen wir noch irgendwie. Den müssen wir noch irgendwie holen. Körperteile, mulmig, ja. Ja, jetzt können wir hier gar nichts mehr sehen. Was müssen wir denn jetzt machen? Sind wir jetzt hier fertig? Ihr merkt übrigens, ich habe das schon mal gespielt. Ihr merkt das ja. Ich weiß voll Bescheid und wenn ich nicht so vergesslich wäre. Dann. Also ich glaube, wir brauchen noch irgendwo einen Magneten her. Da kriegen wir den Fisch und den kriegen wir, glaube ich, mit einem Magneten. Er fragt mich jetzt nicht, wo ich den Magneten herbekomme. Ah, vielleicht Matthäus? Kannst du da irgendwie. Ja, kannst du da irgendwie hin was holen? Ja. Ist da oben noch irgendwas? Achso, ja, wir können ja mal hier die. Die Flaschenpost können wir mal jetzt zusammen basteln, ne? Aha. Da brauchen wir anscheinend so ein Teil. Ja. Also, da haben wir so ein Teil, aber es funktioniert nicht. Da fehlt uns noch der Fisch und der Vogel. Wo auch immer wir den Vogel herkriegen. Und für den Fisch brauchen wir einen Magneten. Habe ich noch irgendwas übersehen?
Ja, wir müssen uns beeilen. Also. Zettel muss noch abgestempelt werden. Ach, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Das. So. Kommen wir doch weiter. Und nun? Der Deckel. Dann tu doch den Deckel drauf. Hallo? An. Ah. Ach, da haben wir jetzt, glaube ich. Oh, da ist der Magnet. Da hatten wir jetzt hier den. Oh, da leuchtet was auf. Es ist alles da. Frage ist, wie lange noch? Ja, sowas dachte ich mir auch. Schreiben wir mal da noch was drauf und ja. Was? Was machen wir jetzt hier? Rote Flüssigkeit. Da. Dieser Grafikfehler. Telefon. Ein Telefon sehe ich jetzt hier nicht wirklich. Da war was. Ein Buch. Jetzt können wir einfach nur hier reinklicken, weil wir ja nicht. Da ist noch ein Buch. Oder ist hier irgendwo ein Telefon? Naja, komm, lass uns mal zeigen, ne? Da ist ein Telefon, das seht ihr doch. Das ist ein Telefon. Ja, klar. Guck mal, das Telefon. Ach, nee. Ach, und jetzt haben wir hier den. Und den Fisch bekommen wir auch mit dem Magneten. So, dann haben wir jetzt alle Tiere, ne? Oben war das, ne? Ja. Mal gucken, was jetzt hier so war. Brauchen wir jetzt. Achso, wir müssen jetzt hier Zahnräder finden. Achso, und wir können hier die vertauschen, dass die Zahnräder irgendwie zusammen passen. Wir können, glaube ich, jeweils so tauschen. Und wir können auch. Achso, da sind die. So tauschen. Da haben wir doch noch ein Zahnrad jetzt, ne? Ja. So, dann können wir jetzt hier. So, dann haben wir jetzt da noch ein Zahnrad. Dann schieben wir mal die in der Mitte und dann die in der Mitte. So, und jetzt hoch und runter tauschen. Dann hätten wir das Zahnrad auch und das hat. Ja. Ach, da ist das. Nee, so. Ist auch das letzte. Oh, da haben wir so eine Karte, ne? Ich glaube, die brauchen wir dafür. Haben wir hier noch irgendwas? Glasscherben? Ah, Kreide! Kreide, sollen wir erst die Kreide dem Professor geben, oder? So, mal gucken, was wir jetzt hier machen. Na? Muss ich hier noch was reintun? Das hier vielleicht noch? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ach, ich muss das jetzt neu programmieren. Ach ja, so war das. Warte mal. Ich überlege noch mal, wie das war. Also 5 in einer Reihe müssen wir haben. Da müssen wir einen irgendwo haben. Da müssen wir 2 haben. So, da müssen wir 3 haben. Meins. Sogar 3. Da müssen wir auch 3 haben. Da müssen wir 2 und 2 haben. 2 und 2. So, da müssen wir 3 haben. Und da müssen wir 5 haben. Dann müssen wir. Da fehlen jetzt noch 2 und einer. Ja, und das wird jetzt immer schwerer. Tja. Sollen wir mal hier testen, welche 2 das sind? Oder welcher einer das ist? Der eine ist das. Okay, dann gucken wir mal, welche 2 das hier sind. Die. Hat mal Glück. Da ist keiner mehr, dann kann ja hier nur einer irgendwie ein Zweier drin sein, ne? Der ist dann da so. Da ist einer und wahrscheinlich sind das dann die 3? Nee. Nee. So. Hier haben wir 4, dann müssten das ja die 4 sein. Und hier haben wir auch 4, dann müssen das jetzt die 4 sein. 4 und 1, das müsste die sein. Und 1 und 2 müssen die sein. Und dann bleibt ja nur der übrig. So, dann mal gucken. Also 1, 1, 1, 1, nee, nicht. So, hier 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, was haben wir hier? 5 und 1. 1, 2, 3, 4, 5 und 1. 5. 3. Da haben wir 5. Dann hier hätten wir auch 5. Dann müssten das hier 3 sein. Das müssten 6 sein. Das müssten 7 sein. 1 und 3. 1 und 3, ja. Umprogrammiert. Hey, wir haben den umprogrammiert. Hallo? Ja, gehen wir mal zum Professor, wenn wir hier den Eingang finden. Da. Guck mal, wir haben hier Kreide für dich. Oh. Tja. So, und nun? Wir sollen die Punkte verbinden, aber mit nur einem Strich. Und wenn wir jetzt keinen Punkt hier sehen, dann ist das ein bisschen blöd, wenn wir jetzt nicht wissen, welche Punkte wir denn da so oder welche Striche wir auch überhaupt zur Verfügung haben, ne? Also ihr seht, das hier macht jetzt nicht wirklich so Sinn, jetzt das dann da zu spielen. Und dann muss ich das Spiel wirklich neu starten und ja, das war dann der 5. Teil, wobei können wir jetzt hier rausgehen. Ja, also der 6. Teil war das schon, ne? Aber ich guck mal, dass ich dann das beim nächsten Mal wieder ohne diesen Fehler hier bekomme. Und dann hier weitermachen. Und jetzt wünsche ich euch noch Gottes Segen.